der Tag, auf den Prinz Harry, 33, und Herzogin Meghan, 36, so lange gewartet haben, ist endlich da. Am heutigen Samstag, 19. Mai 2018, gaben sie sich in der St. George Chapel auf Schloss Windsor das Jawort. Die rührenden Bilder aus der Kirche seht ihr oben im Video. Nun ist der wichtigste Teil geschafft und das Brautpaar kann feiern. Und weil heiraten hungrig macht, hat die Gastgeberin des Traumereignisses, Queen Elizabeth, 92, natürlich dafür gesorgt, dass die 600 Hochzeitsgäste beim Lunchempfang in der St. George Hall des Schlosses aufs Feinste verköstigt werden. Wie romantisch. So schön war der erste Kuss als Ehepaar. Eine erlesene Auswahl, wer zu den Glücklichen gehört, die heute dabei sein dürfen, hat die Auswahl zwischen verschiedensten Canapés, kreiert aus regionalen Zutaten. Darunter zu finden sind unter anderem schottische, in Lachs gewickelte Langusten mit Zitruscremefreiche, gegrillte, englischer Spargel in kumbrischen Schinken, Erbsen-Panna-Cotta mit Wachteleiern und Zitronenverbenen. Diese Titel erhielt Meghan zur Hochzeit von der Queen. Außerdem enthält das Menü Speisen wie Frikassee vom Freilandhuhn mit Morchel und Lauch, Erbsen-Minz-Risotto mit Sprossen, Trüffelöl und Parmesan-Chips sowie 10 Stunden lang geröstete Bauch vom Winseschwein an Apfelkompott und Schwarte. Im Video unten seht ihr, wie Charles die Braut zum Altar führt. Und auch Naschkatzen kommen heute auf ihre Kosten. Unter anderem dürfen sie sich auf Champagner und Pistazien-Macarons freuen, auf Orangen-Creme-Brûlée-Tatlets, und nicht zuletzt natürlich auf die Hochzeitstorte. Einen ersten Blick auf diese könnt ihr hier werfen. Erdacht wurde die Köstlichkeit von Claire Tuck. Die Torte enthält Holundersirup, der aus Blüten hergestellt wurde, die auf Sandringarm wuchsen. Geziert wird das Meisterwerk von einer Baiser-Buttercreme aus der Schweiz und 150 Blüten, die derzeit in Großbritannien Saisons haben, darunter Pfingstrosen und Rosen. Dazu werden Champagner und eine Auswahl an Weinen serviert sowie diverse Softdrinks, unter anderem ein alkoholfreier Cocktail mit Apfelsaft und dem Holundersirup, der auch für die Torte, die beim Empfang angeschnitten wird, verwendet wurde. Einfach köstlich.